Hallo ihr Lieben, ja, schön, dass ihr wieder reinschaut. Und zwar teste ich heute mal eine XXL-Süßigkeit für euch. Ja, und zwar gibt es jetzt die neue Toblerone mit Orangengeschmack. Und ihr seht hier auch schon, das ist eine, ja, Riesenverpackung. Es sind 360 Gramm. Ich weiß auch nicht, wie ich die alleine aufkriegen soll. Da habe ich auf jeden Fall bis Ende des Jahres noch genug von. Und ja, da bin ich schon mal gespannt und wir wollen mal probieren. Ja, ihr kennt alle Toblerone, diese ja, Schokolade aus der Schweiz. Und sie ist so riesig, Leute. Ein Stück ist so groß wie eine halbe Tafel Schokolade. Es ist so unnormal. Ich habe es auch gar nicht gelesen im Prospekt. Ich dachte, das wäre eine normale Tafel, aber naja, hier, ihr könnt das hier sehen. So. Ja, diese Dreiecke. Normalerweise sind sie halb so groß. Ihr könnt sie hier sehen. Ja, und es ist ein Honig-Mandel-Extrakt drin. Und ja, wie gesagt, das Ganze soll noch orange schmecken. Und da bin ich schon mal sehr gespannt. Es ist eine Vollmilchschokolade. Und der Orangengeschmack kommt auch sofort. Also man schmeckt ihn gleich schon total raus. Könnt sehen, hier sind auch richtig Mandeln enthalten. Ja, also es ist jetzt nicht die beste Sorte von Toblerone. Sie schmeckt ja auch ganz, ganz lecker. Es schmeckt eigentlich wie eine normale Toblerone-Schokolade mit einem Hauch von Orangen. Ja, also im Abgang kommt so ein bisschen der Orangengeschmack durch. Kann man mögen, muss man nicht mögen. Ist jetzt nicht meine Lieblingssorte, allerdings auch nicht die schlechteste. Ja, es gibt ja verschiedene Sorten von Toblerone. Es gibt einmal ja die normale, dann gibt es auch noch eine in Vollmilchschokolade und die weiße. Ich glaube, eine Traube Mandel Edition gab es auch mal. Naja, weiß ich jetzt nicht. Orange auf jeden Fall, ja, sehr, sehr fruchtig. Hat auf jeden Fall einen Eigengeschmack. Und ja, Leute, wenn ihr sie probieren wollt, kommt gerne zu mir, besucht mich. Ich habe auf jeden Fall genug davon auf Lager. Und ja, auf einer Skala von 1 bis 10, ja, würde ich ihr auch ja, ein bisschen mehr als sie, also 6 Punkte würde ich ihr auf jeden Fall schon geben. Ja, es ist eine leckere Milchschokolade und wer auf Orangen steht, ist auf jeden Fall das Richtige. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!